Es ist ein neuer Indie-Stern am Himmel erschienen, der so hell leuchtet wie kein anderer und er erobert im Moment alle Tarkov- und Battle Royale-Spielerherzen im Sturm. Ein extrem hartes und unbarmherziges Spiel, das wirklich jeden kleinen Fehler so krass bestraft, dass selbst Tarkov-Veteranen und Battle Royale-Götter weiche Knie und Angstschweiß bekommen. Dark and Darker ist ein gnadenloses Hardcore-Fantasy-FPS, das geschickte Dungeon-Crawler-Elemente mit der Extraction-Shooter-Formel verbindet und so ein sehr einzigartiges und sehr intensives PvP-PvE-Abenteuerpaket schnürt. Schließe dich mit deinen Freunden zusammen und nutze deinen Mut, deinen Verstand und deine Gerissenheit, um mythische Schätze zu finden, grausame Monster zu besiegen und dabei den anderen hinterhältigen Schatzsuchern immer einen Schritt voraus zu sein. So die Worte der Entwickler Iron Maze. Ob der Hype um das super harte Fantasy Tarkov gerechtfertigt ist oder nicht, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo Internet, hallo Konstantin. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Mal unter uns, auf dem Blatt dürfte Dark and Darker eigentlich gar nicht funktionieren. Es ist eine groteske Mischung aus einem halben Dutzend verschiedener Genres, die sich großzügig an Ideen von anderen beliebten Spielen bedient und vertraute Mechanismen in etwas Gnadenloses, aber auch etwas Neuartiges verwandelt. Dark and Darker verfolgt einen Designansatz, der alles andere als einfach ist und eigentlich, wenn man dem modernen Gaming-Paradigmen Glauben schenken mag, eigentlich eine Katastrophe sein müsste. Und doch funktioniert es vielleicht genau deshalb so gut wie Tarkov, Elden Ring oder Darkest Dungeon. Irgendwie hat es das 20 Mitarbeiter starke Indie-Studio Iron Maze geschafft, einen klassischen Dungeon-Crawler, ein Battle Royale und ein Multiplayer-Survival-Spiel im Stil der neuartigen Extraction-Shooter zu einem einzigartigen Erlebnis zu vereinen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Es beweist, dass wir das Ausmaß dessen, was das Battle Royale-Genre zu bieten hat, vielleicht noch nicht in seiner Gänze gesehen haben. In einem übersättigten Markt zu innovieren, das ist wirklich eine Leistung. Was zum F*** bist du bitte? Dark and Darker beginnt wie ein traditioneller First-Person-Dungeon-Crawler, wie zum Beispiel Ultima oder Legends of Grimrock. Eine Gruppe von Abenteurern, Schurken, Waldläufer, Kämpfer, Kleriker und so weiter betritt einen Kerker, um Monster zu töten und Schätze zu sammeln. Der Kerker ist voll von Skeletten, Zombies, schwingenden Äxten und als Truhe getarnte Mimiken. Man muss die einzigartigen Fähigkeiten jedes Abenteurers nutzen, um die Monster zu erschlagen und die versteckten Schätze zu finden. Allein diese Beschreibung klingt wie unzählige andere Spiele, die wir schon seit langer Zeit immer und immer wieder gespielt haben. Einer der Clues an der Sache ist, dass man dabei natürlich nie alleine ist. Wie zum Beispiel bei The Cycle Frontier oder Hunt Showdown betritt man jedes Level mit einer Handvoll anderer Gruppen und Solo-Abenteurern, die alle darauf aus sind, den Schatz vor einem selbst zu bergen. Sicher gibt es auch die Fraktionsspieler, die nur darauf warten, dass jemand anderes die Laufarbeit erledigt, um einem dann kurz vor dem Verlassen des Dungeons aufzulauern. Die Levelarchitektur ist so aufgebaut, dass die Räume im Dungeon immer durch eine Türe voneinander getrennt sind, die man aufschließen muss und dieses Aufschließen, das braucht eine gewisse Zeit. Dass die Dungeons durch Türen verbunden sind, ist auch ein strategisches Element. Dieses klassische Dungeon-Design bietet eine Menge Potenzial für spannendes Gameplay. Man weiß nie, ob im nächsten Raum eine Gruppe von NPCs oder eine Gruppe von anderen Spielern auf einen wartet. Wie auch in anderen genannten Spielen ist es natürlich auch in Dark and Darker typisch, dass wenn man stirbt, das ganze Equipment samt dem ganzen gesammelten Loot flöten geht. Ja, richtig gehört. Man verliert alles, was man in den Dungeons mit reingebracht hat und auch das, was man während der Runde aufgesammelt hat. Wäre ja sonst viel zu einfach und der Reiz ist umso ein Vielfaches höher, der Sieg am Ende noch köstlicher zu genießen, welches genau einer der Formeln ist, warum Extraction Games so verdammt süchtig machend sind. Die Battle Royale Mechaniken sind in diesem Spiel dafür aber sehr klassisch und einfach gehalten. Schlussendlich gibt es nur den obligatorischen Battle Royale Kreis, der sich über Zeit zusammenzieht und schließt. Ihr gewinnt eine Runde also nicht automatisch, nur weil alle Spieler in einem Dungeon ausgelöscht wurden. Das ist lediglich eine Mechanik, die dafür sorgt, dass ihr immer etwas Druck habt und euch durchs Dungeon bewegen müsst, ob ihr wollt oder nicht. Wenn sich der Kreis zusammenzieht, müssen die Gruppen immer enger zusammenkommen und treffen häufig in der Mitte der Karte bzw. des Kreises dann aufeinander, wo man sich dann um die Schätze mit den anderen Abenteuern bis aufs Blut bekämpft. Das Extracten aus dem Dungeon ist auch nicht einfach per Knopfdruck gemacht. Kurz bevor der Kreis ganz schließt, erscheinen Beschwörungssteine, mit denen man ein Portal öffnen und entkommen kann.
Der blaue Stein öffnet ein Portal, mit dem man extrahieren kann und das laufende Match verlässt. Der rote Stein öffnet ein Portal in eine weitere Stufe des Levels, die noch schwieriger zu bewältigen ist als die erste Ebene, in der man gestartet ist. In den letzten Momenten, in denen sich der Kreis schließt und die Portale erscheinen, zählt dann wirklich jede Sekunde, denn das Öffnen der Portale, das braucht vorab etwas Zeit. Wenn man mit der Beute entkommen will, muss man also seine Gegner entweder vorher überwältigen, austricksen oder vielleicht sogar zusammenarbeiten, um die Portale zu durchschreiten. Aber ich meine, wir leben im Jahr 2022, machen wir uns nichts vor. Daher schärft die Schwerter und beschützt den Heiler, denn sonst wird's eng. Da ist ein Heiler und ein Tank. Mich haben sie jetzt gekillt? Nice. Wie angesprochen, kann man, wenn man sich sicher fühlt, sogar eine Etage tiefer gehen und eine neue Runde beginnen, indem man das rote Portal durchschreitet. Hier tritt man dann auf einer anderen Karte mit noch tödlicheren Monstern gegen andere Spieler an, die den Sprung ebenfalls ins nächste Level gewagt haben. Man ist gut beraten, wenn man sich aber vorher erstmal eine bessere Ausrüstung zulegt, bevor man sich in den zweiten Stock oder sogar in den dritten begibt. Aber das Potenzial, dass man noch bessere Sachen findet und der Nervenkitzel, der dabei steigt, sind natürlich um einiges höher als vorher. Aber ihr wisst ja, Hochmut kommt vor dem Fall, die Gier tötet die meisten Spieler in so einem Dungeon. Aber es ist nicht nur alles bestrafend in diesem Spiel. Wenn man seine gesamte Ausrüstung verliert, wenn man stirbt, gibt es dennoch einen gewissen Fortschritt. Durch gesammelte XP erhält man Stufenaufstiege und neue Fähigkeiten, denn was wäre ein Fantasy Dungeon Crawler ohne Level-Ups, Zaubersprüche und andere Heldenfähigkeiten? Alles, was man von seinen Abenteuern mitbringt, kann man entweder in einer Truhe aufbewahren oder an einen der Händler verkaufen. Bessere Waffen und Rüstung verschaffen euch zwar einen Vorteil im Dungeon, aber kluges Spiel wird am Ende immer den Sieg davontragen. Das ist den Entwicklern sehr wichtig. Der individuelle Skill eines Spielers ist der entscheidende Faktor, nicht unbedingt das Equipment. In mehr als einem Jahr bis zur Veröffentlichung werden wir wahrscheinlich noch einige bedeutende Änderungen sehen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es eine lohnende Ergänzung zum Battle Royale und zum neuen Extraction-Genre sein wird. Falls ihr den letzten technischen Test verpasst habt, ist es nicht schlimm, denn die Entwickler veranstalten regelmäßig kostenlose Playtests. Schaut auf der Steam-Seite von Dark & Darker vorbei und fügt es am besten zur Wunschliste hinzu. Und gebt am besten euren Freunden Bescheid, denn solo ist das Spiel so etwas von crazy hard, dass nur absolute Masochisten oder geisteskranke Psychopathen den Abstieg in die Dungeons wagen. Es ist zwar nicht unmöglich, aber mit Sicherheit eines der schwersten Multiplayer-Spiele, die ich jemals solo gezockt habe. Das Game ist noch etwas von seiner Veröffentlichung Ende 2023 entfernt, aber die Mischung von RPG und Battle Royale Elementen bietet eine so einzigartige Erfahrung, dass sich das Warten hoffentlich lohnt. Und wie gesagt, die Entwickler veranstalten regelmäßige Alpha-Playtests und sobald die Beta ready ist, ziehen sie auch einen Early Access Release in Betracht. Leider ist noch nichts in Stein gemeißelt, was Releases angeht, darum ist es umso wichtiger, den offiziellen Dark & Darker Discord und die Steam-Seite im Auge zu behalten. Und natürlich werde ich euch auch hier und auf meinem Community-Discord, Twitter sowie meinem Twitch-Kanal auf dem Laufenden halten, sobald es etwas Neues zum Spiel zu berichten gibt. Der nächste Playtest steht aber wohl schon bald an und wird demnächst wieder angekündigt. Einem Konsolenrelease für Xbox und PlayStation sind die Entwickler von Iron Maze übrigens auch nicht abgeneigt. Allerdings liegt noch sehr viel Arbeit vor ihnen, bis sie soweit sind, um hier eine konkrete Aussage treffen zu können. Dass die Playtests so erfolgreich gelaufen sind, das war auch für die Entwickler sehr überraschend und sie sind sehr überwältigt von dem Erfolg, den Dark & Darker bisher gefeiert hat. Also liebe Community, teilt dieses Video mit euren Freunden, informiert sie über den nächsten großen Multiplayer-Hype-Titel Dark & Darker. Demnächst werde ich, wenn ich genug Material zusammen habe, auch einen Einsteiger-Guide fürs Spiel bereitstellen. Was denkt ihr über Dark & Darker? Hattet ihr es von Anfang an auf dem Schirm? Habt ihr es schon selber spielen können? Oder hört ihr jetzt zum ersten Mal von der Indie-Perle? Was ist euer Eindruck vom Dungeon Tarkov? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und by the way, ich streame regelmäßig die unterschiedlichsten und interessantesten Spiele, die es so gibt. Unter anderem Dark & Darker und andere Hardcore-Titel wie DayZ, Tarkov oder Scum. Rennspiele, aber auch interessante Singleplayer-Games, Spielemods und natürlich viele andere Multiplayer-Titel stehen regelmäßig auf dem Speiseplan. Wenn ihr echte Gamer seid, dann schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei, lasst mir ein Follow da, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder am Abend live gehe. Ich bin dienstags, donnerstags und sonntags spätestens ab 21 Uhr online und freue mich darauf, mit euch über Games, Filme, Serien und anderen popkulturellen Schissel zu quatschen.
Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Extraction-Shooter-Spieler in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.